Mein Name ist Thomas Kienberger, ich bin Professor für Energieverbundtechnik an der Montanuni in Leoben. Wir befassen uns mit der Transformation der Energiesysteme und da gehört natürlich Mobilität dazu. Ja, ich glaube, da muss man mal beim Heute anfangen. Also wenn man sich das heutige Energiesystem anschaut, dann ist es in Österreich so, dass rund ein Drittel, das muss man sich mal vorstellen, der Energie, die wir benötigen, Tag für Tag in den Verkehr fließt. Nicht nur rein in den PKW-Verkehr, sondern in den gesamten Verkehr. PKWs, LKWs und ein bisschen auch in den Eisenbahnverkehr. Und wo kommt die Energie her für den Verkehr? Das ist alles, fast alles heute fossile Energie, die wir eben importieren müssen. Und wenn wir zukünftig den Verkehr denken wollen, dann wird der aus meiner Sicht durchaus anders ausschauen. Wir werden in der Zukunft, so wenn wir es gut machen natürlich, mehr auf den öffentlichen Verkehr setzen, aber natürlich, es wird auch Individualmobilität geben. Wir werden mit dem Auto fahren und da spielt die Elektromobilität eine Rolle. Das ist was, das man aus der Wissenschaft schon sehr gut beantworten kann. Wir brauchen schon mehr Strom, aber so viel mehr ist es nicht. Die Elektromobilität ist viel effizienter wie die Mobilität aus fossilen Energiequellen. Wir brauchen in Wirklichkeit nur etwas mehr als ein Drittel der Energie. Natürlich immer unter der Prämisse, dass der Strom nicht aus einem kalorischen Kraftwerk kommt, sondern dass der aus erneuerbaren Energiequellen eben bereitgestellt wird. Heute ist es so, dass, wie gesagt, 45 Terawattstunden in Österreich in den konventionellen PKW-Verkehr fließen. Zukünftig werden es halt weniger wie 20 sein. Ja, wo geht die Differenz heute hin? Ja, die geht aus Wärme beim Auspuff heraus. Und bei den Elektroautos wird halt weniger dieser Abwärme produziert. Sie sind einfach energieeffizienter. Ausbau erneuerbarer Energien und Ertüchtigung der Netzinfrastruktursysteme. Elektromobilität wird sie in die heutigen Netze sehr gut integrieren lassen, aber da ist durchaus noch ein entsprechender Ausbau zusätzlich zu machen zu dem, was man heute eben schon hat. Und da geht es eben darum, dass man diesen Netzausbau so intelligent wie möglich eben gestaltet. Man wird zum Teil höhere Ladeleistungen brauchen, zum Teil aber eben auch nicht. Und mit Intelligenz kann man da sehr, sehr viel machen. Natürlich bin ich optimistisch. Also wir sehen ja die Wege, die zu bestreiten sind. Und in Wirklichkeit, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, was in den letzten 10 Jahren passiert ist zum Thema Elektromobilität. Vor 10 Jahren war das ein Randthema und heute ist es eigentlich mitten in der Gesellschaft angekommen. Wenn man sich vorstellt, was in den nächsten 10 Jahren passiert, da geht noch einiges. Bin ich überzeugt davon.